So, ist es schwierig, sich eine Ultraleichtausrüstung zusammenzustellen? Muss man dafür jahrzehntelange Erfahrung haben? Nö. Im Grunde ist das sogar ziemlich simpel und das geht auch für ganz wenig Geld. Aber spannend wird's. Viele Vögel unterwegs heute. Spannend wird es an dem Punkt, wo man sich eine Ultraleichtausrüstung zusammenstellen möchte, mit der man so leicht ist wie irgend geht und gleichzeitig noch den für sich selbst nötigen Mindestkomfort beim Übernachten noch aufrechterhält oder beim Essen machen. Ja? Also wenn ich mir diejenigen angucke, die jetzt sagen, ich bin jetzt stoveless, ich spare jetzt bei meinem Baseweight noch circa 100 Gramm und dafür bin ich stoveless und mache Cold Soaking und so ein Quatsch, dass ich mir also Kartoffelbrei im kalten Wasser ziehen lasse und dann eine kalte Kartoffelpampe bekomme mit möglichen anderen Zeug, was ich mir da kalt reinwerfe. Das finde ich widerlich und so weit wird es nie gehen bei mir. Ich finde das absolut widerlich und kann das hin und vorne nicht nachvollziehen, dass man für 100 Gramm lächerliche, beschissene 100 Gramm weniger auf dem Rücken, also für, sagen wir, 3,9 Kilo statt 4 Kilo auf den Kocher verzichtet. Ja? Oder lass es 200 Gramm sein und man sagt, okay, ich will keinen Brennstoff tragen, Brennstoff ist mir zu schwer, ich nehme mir einen Hobokocher mit. In jeder Region ist das möglicherweise verboten, okay, aber mal angenommen, man geht irgendwo rumrennen, wo man halt einen Hobokocher mitnehmen kann. Ein Mini-Hobokocher für ein bisschen heißes Wasser machen reicht der auch. Der wiegt meinetwegen 200 Gramm Titanausführung, ja, kostet Schweinegeld, okay, aber wenn man den ewig lange benutzt, ist das auch irgendwann relativiert. Und man hat wenigstens heißes Wasser und man nimmt auch noch eine Tasse dazu mit. Also lass es 250 Gramm mehr sein. Aber ja, statt 3,75 Kilo eben 4 Kilo dann. Das ist mir eine heiße Mahlzeit auf jeden Fall wert. Und da wird es dann irgendwann wirklich dämlich. Aber trotzdem ist es nicht so schwierig, sich einen ultraleichten Gedönse zusammenzustellen. Und die Theorie, dass das super, super teuer wäre im Vergleich, ist überhaupt die Frage, im Vergleich zu was? Komme ich gleich noch zu. Aber ja, erstmal, es ist nicht sonderlich schwierig. Was man halt in jedem Fall braucht, ist ein leichter Schlafsack, der für das, was man vorhat, eben noch die nötige Temperatur mit sich bringt. Will man das einfach nur mal ausprobieren, ultraleicht unterwegs zu sein, hätte man auch die Möglichkeit, ohne sich überhaupt irgendeinen Schlafsack zu kaufen, eine ganz, ganz leichte Fließdecke zu nehmen beispielsweise und einfach dann eine Runde rumzulaufen, wenn man weiß, die Temperaturen, die Nachttemperaturen liegen nicht unter, weiß ich nicht, 18 Grad oder es gibt nur Tropennächte, 20 Grad. Ja, das ist heutzutage leider gar nicht so schwierig, eine entsprechende Periode hinzukriegen, wo nur mit so einem Wetter zu rechnen ist. Sondern wenn man nur 2 oder 3 Tage unterwegs ist, dann kann man auch so lange auf gutes Wetter warten, dass man in diesen 2 oder 3 Tagen überhaupt keinen Regen hat. Und in dem Moment, 3 Tage, bei denen man sicher nicht nass wird, bei denen es sicher nicht kalt wird, nimmst du eine super, super dünne Fließdecke, einfach als gewisser Komfortfaktor halt noch mit, packst eine Ersatzunterhose und ein Ersatz-T-Shirt ein, meinetwegen auch für 3 Tage, was zu essen, gut, ein einfacher Outdoor-Kocher, ein einfacher Gaskocher, was kostet der? 20 Euro. Das kostet eine Gaskartusche, ja, meinetwegen nochmal 5. Fertig. Ein ganz einfacher Outdoor-Topf. Meinetwegen darf das dann auch halt mal für den Anfang ein Edelstahltopf sein. Dann ist man halt nochmal mit, keine Ahnung, was weiß ich, 15 Euro dabei. So billig Schrott aus China. Schrott in Anführungszeichen. Funktioniert auch. Ich meine, es ist ein Topf. Der muss nicht vom Meister des Topfschmiedens zusammengeklöppelt sein, um zu funktionieren. Ein Topf herzustellen ist wirklich nicht sonderlich schwierig für eine Industrienation, wie sie China inzwischen ist. Und da die Arbeitsgehälter zahlen unter aller Sau, bekanntlich. Oder meinetwegen auch in Bangladesch zusammengeklöppelter Topf oder was weiß ich. Ob das besonders jetzt mit einem Gewissen vereinbar ist, da was einzukaufen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber es ist zumindest möglich, wirklich auf diesem Wege sich sehr, sehr einfach eine Ultraleichtausrüstung unter 5 Kilo eben oder unter 4,5 meinetwegen auch zusammenzustellen. Solange man jetzt einfach sagt, zum Ausprobieren mache ich das wirklich bloß im Sommer, wenn es halt warm, so warm wie Bölle ist und ich dann im Grunde überhaupt keine Ausrüstung brauche. Viel interessanter wird es, wenn es dann Winter wird. Ja, da wird es dann viel, viel, viel interessanter. Und ich habe auch schon oft gehört von vielen Ultraleichten, dass die sagen, okay, im Winter setzen wir mal die Grenze für Ultraleichtwandern eher bei 7 Kilo an oder solche Späße. Ja, aber das sind wirklich so Lappalien. Gut,
Wenn man jetzt von einer klassischen Trekking-Ausrüstung auf eine ultraleichte umschalten möchte, ist auch gar nicht so schwierig, weil man hat zum Beispiel ja vieles auch schon da, was schon ganz gut geeignet ist für im Grunde, was auch nicht viel Gewicht ausmacht. Beispiel, Geschirr, ne, Besteck. Ob du jetzt einen Ultraleichtlöffel hast, der meinetwegen noch 10 Gramm wiegt, oder einen klassischen Löffel für Trekkingzwecke, der jetzt 20 Gramm wiegt, der absolute Unterschied ist 10 Gramm. Aha. Das mag vielleicht relativ das Doppelte sein. Und der Ultraleichte, der sich jetzt nochmal unbedingt einen 10 Gramm Löffel kaufen muss, wird auch damit argumentieren, der ist nur halb so schwer wie mein alter Löffel. Der ist voll geil. Aber im Endeffekt sind es trotzdem nur 10 Gramm. Aha. Und selbst im Ultraleichtbereich 10 Gramm machen die Sau nicht fett. Hingegen wirklich den Schlafsack auszutauschen, da hat man locker mal 300, 400, 500 Gramm gespart. Oder das Zelt austauschen, beziehungsweise von Zelt auf Tarp wechseln, wenn das dann für jemanden, für einen selbst eben entsprechend in Frage kommt. Wäre sowieso sinnvoll in Deutschland, weil Wildzelten darf man ja nicht an dieser Stelle nochmal erwähnt. Also ultraleicht in Deutschland kommt für mich sowieso nur Tarpen in Frage, wenn ich das Wild im Wald machen möchte. Genauso wie vorher ultraschwer, habe ich nie gemacht, aber selbst ultraschwer kommt auch nur Tarpen in Frage, wenn man im Wald übernachten möchte. Ja, oder theoretisch noch Hängematte mit einem Tarp. Ja, aber das schließt dann wieder das Zelt eben entsprechend aus. Im Endeffekt... Das ist wirklich nicht so schwierig, sich da seinen Krempel umzubauen. Und gerade wenn man das nur sagt, ich mache ultraleicht nur im Sommer, kaum hat man eben auf ein leichteres Tarpohr gewechselt, einen leichteren Schlafsack mitgenommen, ist man ganz schnell Leichtwanderer. Hat man jetzt vielleicht eventuell sich noch eine leichtere Isomatte zugelegt, dann wird es nochmal ganz viel schnell leichter. Und hat man dann sogar noch einen anderen Rucksack, also einen leichteren Rucksack, den man jetzt benutzen kann, weil man insgesamt weniger Gepäck mit sich rumschleppt. Oder also für den Anfang einfach zum Ausprobieren einfach eine Ultraleichttour von nur 2 Tagen macht, dann hat man auch weniger Proviant, dann braucht man erst recht weniger Gesamtgewicht, ergo kann man einen leichteren Rucksack mitnehmen und wird dann nochmal leichter. Also so funktioniert die Umstellung ungefähr. Da gibt es auch gefühlte 8 Milliarden Videos dazu, die dir den Tipp geben, wie wird man ultraleicht, spare bei den großen 4 Isomatte, Zelt oder Schlafsystem, Schlafsack und Rucksack selber. Das sind so die 4 schwersten Sachen, die man so dabei hat, ne? Für mich ist ein Knackpunkt, um mal kurz die Grenzen der Ultraleichterei anzusprechen, immer der Rucksack als solcher. Ja? Wenn man sagt, ich möchte für 30 Tage lang Proviant mitschleppen, so, oder von mir aus für 20 Tage, also langt auch schon, oder eigentlich bei 12 Tagen oder 13, 14 Tagen, da geht schon wirklich los, saumäßig schwierig zu werden. Einfach weil, wenn wir jetzt mal sagen, wir sind jemand, der mindestens 400 Gramm Futter am Tag braucht, weil Statur, Körpergröße und so weiter, je größer man ist, desto mehr Essen braucht man halt irgendwann. Eine super, super leichte Person mag vielleicht mit 300 auskommen. Kleine, leichte Person, okay. Ich brauche mindestens 400 erfahrungsgemäß. Ich habe gern mehr, aber mit 400 komme ich auch zurecht. Das ist in Ordnung. Ja? Aber ich leide, wenn ich weniger als 400 Essen dabei habe. Gramm. Und das entsprechend kalorienoptimiert und so weiter, aber 400 Gramm sollten es halt schon immer sein. Gut, sagen wir mal eben für 12 Tage, dann sind das 4,8 Kilo. Und diese 4,8 Kilo kann ich jetzt auch nicht mehr wirklich reduzieren. So, jetzt habe ich meinetwegen nochmal ein ultraleicht Baseweight von 4 Kilo. Dann komme ich auf 8,8 Kilo, kann ich das noch ultraleicht in meinem Ultraleicht-Rucksack tragen? Ja. So, angenommen, ich wollte jetzt 24 Tage lang autark unterwegs sein, dann wäre ich bei eben entsprechend nochmal 4,8 Kilo obendrauf und dann bin ich bei irgendwie so 13, sagen wir mal 14 Kilo und das Ganze alles noch ohne Wasser. Wasser habe ich ja durchschnittlich auch noch dabei. Also zwischen 13,8 Kilo und... 13,2 Kilo, glaub ungefähr. Sagen wir einfach mal, das wär's. Ist ja egal. Aber plus nochmal 2 Liter Wasser in dem Moment, wo man es nachgefüllt hat, dann ist man dann bei 15 Kilo. Kann ich das noch mit einem Ultraleichtrucksack tragen? Möglicherweise vielleicht so gerade eben noch über kurze Strecken, aber möchte ich das? Ich persönlich? Nee. So, und da ist dann meiner Meinung nach fast schon die Grenze für die Ultraleichterei erreicht, weil ich brauche dann einen klassischen Rucksack, der sich noch bequem tragen lässt bei 15 Kilo Gesamtgewicht. Klassischer Rucksack heißt, er wiegt nicht 300 Gramm,
also jetzt im krassesten Ultraleichtfall, gab es so 300 Gramm Rucksäcke, sondern der wiegt vielleicht ein Kilo, wenn es ein leichter ist. So, mit Tragegestell und so weiter. Das heißt, ich habe 700 Gramm mehr Baseweight im Vergleich zur absoluten Ultraleichtlösung. Da mein Baseweight vorher aber auch nur 4 Kilo war, bin ich dann bei 4,7 Kilo und renne im Grunde immer noch ultraleicht rum und habe bei 4,7 Kilo an Basisausrüstung jetzt sage und schreibe 24 Kilo Proviant dabei. Für 24 Tage Proviant dabei. So, und ich dachte bei meinen früheren Videos, wo ich zu diesem Thema rumgelabert habe, das geht nicht. Aber wenn man mal ein bisschen rumrechnet, ja klar geht das. Ja, weil wenn man mehr Proviant schleppen muss, dann braucht man einen stabileren und besser zu tragenden Rucksack. Man braucht nicht zwingend ein schwereres Zelt oder eine schwerere Isomatte oder einen schwereren Schlafsack und muss nicht auch einen schwereren Kochner mittragen und so weiter und so fort. Interessant ist jetzt natürlich noch das Thema Brennstoff. Wenn es eine Tour ist, wo man noch einen Brennstoff mitschleppen muss, dann auch noch für 24 Tage, dann wird das natürlich noch mal eine Ecke schwerer. Sagen wir mal, für 12 Tage brauchst du ein Kilo, wenn du da relativ effizient bist, dann hast du halt noch mal 2 Kilo Brennstoff extra dabei. Dann bist du halt bei 16 Kilo. In so einem normalen Rucksack mit Tragegestell würde ich sagen, ist 16 Kilo die Obergrenze. Aber diese 16 Kilo muss man ja auch wirklich nur für 1, 2, 3 Tage schleppen, bis sie dann deutlich runter sind, weil man pro Tag ja 400 Gramm leichter wird, weil man eben entsprechend Essen verbraucht. So, also ist die Grenze von ultraleicht Wandern bei einer langen autarken Tour schon bald erreicht? Nee. Und ehrlich gesagt gefällt mir diese Erkenntnis nicht. Mir hat es besser gefallen, als ich mir noch einreden konnte, dass ultraleicht es gar nicht möglich ist, in der Wildnis autark lange Zeit unterwegs zu sein. Aber lass den Rucksack weg. Nimm einen normalen Rucksack statt einem ultraleicht Rucksack. Optimiere alles andere. Du bleibst unter 5 Kilo. Ist möglich, ja? Wenn es nicht kalt ist. Ja? Wenn der Schlafsack dann auch nochmal irgendwann schwer wird, einfach weil es kalt wird. Und wenn es nicht allzu stürmisch ist oder man aus Sicherheitsbedürfnis lieber ein stabileres Zelt mitnimmt. Aber würde man das mit einem klassischen Rucksack machen, wo man mit einem Baseweight von 10 Kilo ungefähr dabei ist, also mit einer klassischen Trekking-Ausrüstung, plus da dann nochmal eben 10 Kilo Proviant obendrauf, dann ist man gleich bei 20 Kilo. Und in diesem Fall mag der Unterschied nicht mehr besonders hoch sein. Aber ob du mit 16 Kilo losrennst oder mit 20 Kilo losrennst, ist gerade an den ersten Tagen meine Erfahrung. Bei anderen Leuten mag das anders sein. Aber gerade an den ersten Tagen ist 20 Kilo schon eine ziemliche Belastung. Ich mag nicht mehr ungern mit 20 Kilo auf dem Rücken rumrennen. Ich kann das zwar noch, aber ich möchte das eigentlich nicht mehr, wenn ich es nicht muss. Ja? Und da ich immer mehr realisiere, dass es nicht notwendig ist, So, und wo sind denn dann bitte die Grenzen vom Ultraleichtwandern? Meiner Meinung nach eher im Bereich des Sicherheitsbedürfnisses. Meiner Meinung nach. Ja, und da kann man jetzt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr unbedingt eine andere vertreten wollt. Ja, bitte auch gerne. Ja, man darf ja diskutieren. Ich rege mich dann zwar kurzzeitig mal vielleicht ein bisschen auf, wenn meine Argumente widerlegt sind, war ja jetzt schon mal so, das eben ist ja inzwischen eine revidierte Meinung, die ich auch schon anders vertreten habe. Aber es tut zwar immer weh, aber man kann mich schon mit Argumenten überzeugen. Also wenn sie dann gut sind, ne? Wenn sie dann gut sind, auch wenn es weh tut. Egal, jedenfalls, für mich nach wie vor die Frage der Sicherheit ist der Faktor, wo man dann sagen muss, diese Tour würde ich ultraleicht nicht mehr machen wollen. Denn viel Platz für großartig viel Verbandsmaterial, beispielsweise, hat man nicht, wenn man ultraleicht unterwegs ist. Ja? Also man muss da bis zum gewissen Grad auch tatsächlich an der Erste-Hilfe-Ausrüstung sparen. Ich habe neulich erst einen Ultraleichten gesehen, dem sein Erste-Hilfe-Material besteht aus einer Tüte Ibuprofen. Ende. Der hat nicht mal ein Pflaster dabei. Okay, über den Sinn und Zweck von Pflastern auf Trekkingtouren, da kann man sich jetzt schon ein kleines bisschen kloppen, weil wenn du eine Verletzung hast, die man mit einem Pflaster behandeln kann, dann kann man auch ernsthaft darüber nachdenken, ob man dann einfach überhaupt nichts drauf macht. Andererseits, dieserjenige, der da meint, nichts anderes drauf machen zu müssen, muss entweder sehr, sehr frisch gegen Tetanus geimpft sein oder noch nie was von Tetanus gehört haben. Bei Mami, ich tippe auf Letzteres. Oh, böses Vorurteil. Also ganz klares Nee, das wird für mich niemals in Frage kommen. Also so 200-300 Gramm an Erste-Hilfe-Material werde ich immer mitschleppen. Immer. Das kommt einfach nicht in Frage. Trotzdem gibt es da eben, da setzt so der Unterschied an. Ja?
passiert einem Ultraleichten, der außer der täglich notwendigen Ausrüstung nichts dabei hat, sprich also auch keine Ausrüstung für irgendwelche Notfälle dabei hat, keine zusätzliche Rettungsdecke, wenn ihm der Schlafsack nass wird, keine zusätzlichen Schnürsenkel meinetwegen, keine Zange, Nähzeug und entsprechendes Material, um sich die Schuhsohle wieder an den Schuh zu nähen, sollte einem die Schuhsohle abfliegen. Ja, das sind nur so Sachen, die ich schon erlebt habe. Dann ist jede dieser Situationen, Schuhsohle fliegt ab, Schlafsack wird nass, insbesondere wenn es ein Down-Schlafsack ist, das ist alles ein Abbruchgrund. Wegen sowas musst du in jedem Fall den Trail verlassen, musst einen Abbruch machen, mindestens temporär, bis du das Problem behoben hast und kannst dann wieder zurück entsprechend auf den Weg. Aber das ist dann so. Ja? Und bei einer schwereren Verletzung und du hast kein vernünftiges Verbandmaterial, jetzt kann man immer noch sagen, gut, dann wickle ich mir mein T-Shirt um die blutende Wunde. Kann man machen. Ja, kann man machen, aber es mag Leute geben, die einfach dann auch nochmal ein anderes Sicherheitsbedürfnis haben und dann gerne tatsächlich ein Verbandspäckchen dabei haben, weil sie sich um die blutende Wunde wickeln können. Dann mag es noch Leute geben, die ohnehin Bluter sind oder ähnliches, die demzufolge auch ein gewisses Maß an Verbandmaterial dabei haben sollten, vielleicht auch noch ein paar sonstige Notfallutensilien. Wie gesagt, Ausrüstung, die mal kaputt gehen kann, das ist ja bei Ultraleichtausrüstung noch wahrscheinlicher, dass die mal einen Riss kriegt oder ein Loch oder sonst wie. Natürlich gibt es da minimalistische Flicken. Und ich habe auch schon Ultraleichte gesehen, die so ein kleines Reparatursetting dabei haben, das 200 Gramm wiegt. Und sowas würde ich ja auch machen wollen. Und damit kann man sicherlich schon ganz, ganz viel reparieren. Aber, sagen wir mal so, ein Nicht-Ultraleicht-Zelt, irgend so ein auch nicht ultra-heavy, aber klassisches Trekking-Zelt, die Chance, dass das einem kaputt geht, das ist quasi nicht existent. Die halten teilweise Windgeschwindigkeiten von noch und nöcher aus und dann ist höchstens das Problem, dass es dir zusammengedrückt wird oder gegebenenfalls noch eine Zeltstange bricht. Allerschlimmstenfalls ist sie dann scharfkantig und bohrt sich durch den Gestängekanal. Das kannst du mit ein ganz kleines bisschen Nähmaterial und ein paar Flicken und so weiter und so fort problemlos wieder lösen. Selbst diese paar Flicken und dieses kleine bisschen Nähmaterial gibt es bei manchen Ultraleichten, die da schon nicht mehr mit sich rumschleppen. Ja? Und das ist es nötig, so ganz ohne Reparaturmaterial und Erste Hilfe unterwegs zu sein, sicherlich nicht. Ja, aber geben tut es das schon. Es geht eher so in die Richtung, wenn man dann wirklich in den Bergen noch unterwegs ist. Oder da, wo eventuell Sturm aufkommen könnte. Man kann zum Beispiel ganz, ganz, ganz viel machen, indem man einfach seinen Zeltplatz vernünftig wählt. Wenn man sich eine windgeschützte Ecke raussucht, eine windgeschützte Senke, dann kann man da ganz, ganz viel erreichen, ohne und auch mit einem nicht besonders stabilen Zelt noch problemlos draußen übernachten. Es kann aber eben passieren, und da kommt jetzt wieder das Sicherheitsbedürfnis, dass man ums Verrecken in der Region, wo man gerade ist, keinen Schlafplatz findet, der so windgeschützt wäre bei der momentanen Wetterlage, die sich gerade in den Bergen sehr schnell verändern kann. Da kann man sich dann also auch nicht auf den Wetterbericht verlassen und braucht dementsprechend eine Ausrüstung oder das Know-how oder den Willen und die Fähigkeit, dann in Gottes Namen noch ein paar bis zu viele Kilometer weiterzulaufen oder komplett vom Berg abzusteigen oder auf den nächsten Berg hochzusteigen, einfach weil man keine Chance hat, kommt da jemand den Buckelnuff? Gubbel, gubbel, gubbel. Hintenrum wäre erheblich einfacher gewesen. Aber hintenrum wäre einfacher zu laufen gewesen. Ist ja gut. Gubbel, gubbel. Okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich mache mal einen Schnitt. Ja. So, jedenfalls. Was ich eigentlich sagen will, worauf ich hinaus möchte. Hat man jetzt nicht ein Ultraleichtset, dann hat man halt einfach mehr Möglichkeiten, dass man das Ding halt auch mal wirklich auf einer Bergkuppe in den Wind stellen kann. Wenn es jetzt nicht ein allzu krasser Sturm wird, überlebt das. Mit einem Ultraleichtset möchte man das vielleicht nicht riskieren. Es mag Ultraleichtzelte geben, die das dann trotzdem auch überleben. Ich weiß nicht, ob man es riskieren möchte. Und das ist jetzt halt wieder diese Frage mit dem Sicherheitsbedürfnis. Gerade wenn man eben nicht so sehr daran glaubt, dass dieses Hauch von Nichts, mit dem man da arbeitet, so stabil ist, wie wenn man ein normales Zelt gewohnt ist.
Ja, das mag einem vielleicht zu wenig Sicherheit vermitteln. Ja, und da geht es um das Sicherheitsbedürfnis eben. Leute, die eben dieses Bedürfnis gar nicht haben, die können dann natürlich, für die gibt es keine Grenze von Ultraleicht. Die können auch mit dem Ultraleicht gerümpel in Alaska rumrennen. Gut. Noch ein Punkt. Moment, wo steht's? Es ist erforderlich, gerade wenn man nur das Minimum an absolut notwendiger Ausrüstung mitnimmt, dass man dann sich das Ganze auch relativ gut plant. Ja, zumindest es versucht. Natürlich gibt es immer noch genügend Unsicherheiten und genügend Sachen, wo der Plan nicht funktioniert. Darüber kann man sich wohl kaum beschweren, dass es zu wenig Unsicherheiten gibt und der Plan zu gut gewesen wäre. Aber diese Planerei ist halt notwendig. Und nochmal, in Regionen, wo Planen gerade mit dem Wetter und so ähnlich fast nicht möglich ist, weil es sich einfach ständig wechseln kann und der Wetterbericht im Gebirge oft eben nichts taugt, immer noch nicht. Da hast du einfach mehr Optionen mit zusätzlicher Ausrüstung. Zum Beispiel hast du noch einen Biwaksack zusätzlich dabei, für den Fall, dass es so schlechtes Wetter gibt, dass du an der Stelle, wo du gerade hockst, hocken bleiben musst, weil du gar nicht weitergehen kannst. Dann kannst du mit dem Biwaksack da relativ gut die Nacht noch überleben eher. Lustig ist das nicht, aber du hast eine Möglichkeit. Der Ultraleichte wird keinen Biwaksack dabei haben, der muss dann da gegebenenfalls im Regen an der Felswand hocken, friert sich, wenn es dumm läuft, sogar zu Tode und kann aber auch nicht wirklich weiter, weil es zu gefährlich wäre. Er wird dann möglicherweise trotzdem weitergehen, was zu gefährlich ist. Dann wird er möglicherweise verunglücken, weil es halt zu gefährlich war. Aber das ist nun mal so ein Beispiel. Sicherlich gibt es nicht allzu viele Situationen und die sind auch nicht unbedingt realistisch, in denen dann ein bisschen zusätzliche Ausrüstung zwischen Leben oder Tod entscheiden kann, vorsichtig ausgedrückt. Aber das mir immer noch nicht gefällt bei der Ultraleicht-Sache ist, bei völlig unvorhergesehenen Situationen, bei Katastrophen in Anführungszeichen und bei Notfällen, bleibt dir im Grunde immer nur die Möglichkeit, abzubrechen und zurückzukehren in die Zivilisation. Und dieser Gedanke, dass man bei unvorhergesehenen Ereignissen in die Zivilisation zurückgeht, das gefällt mir nicht. Den mag ich nicht. Der gefällt mir philosophisch nicht. Für mich war es immer toll. Wie gesagt, ich habe jetzt meinen super schweren Rucksack auf dem Rücken. Der mag 20 Kilo wiegen, aber mit dem bin ich jetzt für die nächsten 2 Wochen so autark, dass es eigentlich fast nahezu kein Ereignis gibt, was mich dazu zwingen müsste, jetzt umzudrehen und wieder nach Hause zu gehen quasi. Und dieser Faktor, dieser egal was kommt, ich bin jetzt 2 Wochen draußen, der ist, glaube ich, für mich nach meiner Wahrnehmung nicht so hoch, wenn ich eine wirklich nur aufs Minimum ausgelegte Ausrüstung dabei habe. Und einfach der Puffer, selbst wenn das Wetter 10 Grad kälter wird, als der Wetterbericht gesagt hat, kann ich noch super schlafen, weil mein Schlafsack so bolle warm ist und dementsprechend bolle schwer, dass das geht. Diesen Puffer, den hat man halt nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ob ihr mir da zustimmt, ob das für euch überhaupt ein Problem ist. Mir gefällt der Gedanke nicht. Es ist nicht unbedingt ein Hindernis und ich werde ja, wie gesagt, jetzt diesen Ultraleitkrempel auch mehr betreiben, falls das noch nicht ganz klar geworden ist. Aber das ist die eine Sache, die mich dabei immer ein bisschen stören wird. Übrigens die Argumente in völlig willkürlicher Reihenfolge. Falls sich jemand fragt, wo ist hier der rote Faden, gibt keine willkürliche Reihenfolge. Dinge, die ich zu sagen habe. Ne? Man könnte es auch so und so viele Fakten zu Ultraleit. Das sind keine Fakten, das ist Meinung. Nennen. Ist alles Quatsch. So, Thema Preis. Ultraleicht soll ja angeblich so teuer sein. Das ist Käse, weil Hightech, tolles Marken-Trekkingzelt, klassisch, kostet 700 Euro. Ultraleicht-Trekkingzelt kostet 700 Euro. Warmer Down-Schlafsack für klassisches Trekking kostet Haufen Geld. Warmer Down-Schlafsack für Ultraleicht kostet Haufen Geld. Da ist kein Unterschied. Ein guter Trekking-Rucksack kostet einen Haufen Geld. Ein guter Ultraleicht-Rucksack kostet genau das gleiche Haufen Geld. Da ist wirklich kaum ein Unterschied. Ja, man hat im Ultraleicht-Trekking schnell das Bedürfnis, sich High-End-Ausrüstung zu kaufen. Aber wenn du High-End-Ausrüstung für klassisches Trekking mit der fürs Ultraleicht-Trekking vergleichst, da ist kein Preisunterschied. Der mag mal in die eine Richtung ein paar Euro sein, mal in die andere Richtung ein paar Euro. Das ist Käse. Das sehe ich absolut nicht. Und man muss sagen, beim Ultraleicht kannst du dahingehend noch ein bisschen sparen. Angenommen, man fängt damit an und man hat noch überhaupt keine Ausrüstung, dass man vielleicht 2-3 Gegenstände weniger kauft. Möglicherweise. Ja. Vielleicht will man gar nicht erst eine Regenhose haben, zum Beispiel. Ja.
ob das ist. Ich persönlich mag nach wie vor meine Regenhose und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann ohne meine Regenhose rumzurennen. Andererseits wäre es natürlich nochmal eine enorme Gewichtsersparnis. Mal gucken. Regenklamotten ist ohnehin gerade so ein Thema, mit dem ich hadere. Meine funktionierende und wirklich gute Regenkleidung, die ich ja derzeit besitze, wiegt zusammen 650 Gramm. Das macht halt aus meinem ansonsten wirklich auf fast 3 Kilo drückbaren Gerümpel, abgesehen von Kameraequipment, das zähle ich gar überhaupt nicht, gar nicht erst mit. Ne? ist natürlich auch Blödsinn, weil ich trage es ja doch, also müsste ich es eigentlich auch mitzählen. Und damit kann ich dann froh sein, wenn ich wirklich unter die 5 Kilo komme mit dem Kameraequipment. Aber aber mit Regensachen, deswegen an den Regensachen könnte man vielleicht nochmal ein klein wenig optimieren. Aber für den Sommer kriege ich momentan locker unter die 5 Kilo, auch unter die 4,5 locker. Überhaupt kein Problem, weil mein Schlafsack ist nur noch 370 Gramm wiegt. Mein Tarp mit Hering und allem Pipapo 320 Gramm. Meine Isomatte, die wiegt fast 400. Okay, die ist vergleichsweise schwer und mein Rucksack selber wiegt auch nochmal 300 Gramm und alles andere ist Kleinscheiß. Und zusätzliche Klamotten nehme ich so gut wie keine mit. Nach Adam Riese bin ich dann immer noch sehr, sehr, sehr leicht, selbst wenn ich 650 Gramm Regenklamotten da jetzt noch oben drauf schmeiße. Was ich noch gar nicht angesprochen habe, warum ist denn dieses Ultraleicht jetzt so toll? Warum will ich denn das jetzt machen und warum hat mich das jetzt überzeugt? Was ist denn der Grund, der das so toll sein lässt für mich? Ja, und weshalb ich wirklich diesen blöden Umstieg hier jetzt antue und obwohl sich das doof anfühlt in mancherlei Hinsicht und vielem widerspricht, was ich bisher so übers Wandern geglaubt habe und da meine Meinung eigentlich auch gar nicht ändern wollte, warum tue ich mir das alles an? Test. Mal Test zum selber ausprobieren. Wer möchte? Ja? Und wer noch nicht gemacht hat. 20 Kilometer Tour inklusive Berge. Am Ende vielleicht noch auf einen Berg rauflatschen und das Ganze zweimal machen. Einmal mit einem Ultraleichtgepäck, das kann ja auch ein stinknormales Tagesgepäck sein, das ist ja Wurst, man muss da ja nicht übernachten. Also mit, sagen wir mal, Rucksackgewicht, wirkliches Gewicht, nicht dieses blöde Baseweight, sondern realistisches Gewicht, 8 Kilo von mir aus. Ja? Einmal mit diesen 8 Kilo auf den Berg kraxeln, einmal mit traditionellem Gepäck, also lass es 16 sein. Nur mal so spaßeshalber. Bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich mit meinem Ultraleichtgedönse rumrenne und tatsächlich so ein Endeffekt realistisches Rucksackgewicht von um die 18 Kilo habe, kann ich sagen, wenn ich auf dem Berg ankomme, dann geht es mir noch gut. Ja, dann kann ich dann noch rumlaufen, dann möglicherweise habe ich vielleicht eine Blase am Fuß, aber das hat damit nichts zu tun. Das hängt dann mit der Gesamtstrecke zusammen, die man eventuell gelaufen ist. Aber dann kann ich da wirklich noch rumlaufen, dann kann ich den Rucksack absetzen, habe danach nicht zwingend super, super schmerzende Schultern. Die habe ich eigentlich immer bei klassischem Trekking-Rucksack, die sind immer verspannt. Ich habe keine schmerzende Hüfte, weil mein Rucksack derzeit sowieso überhaupt keinen Hüftgurt hat. Da tut überhaupt nichts weh, Beine tun nicht weh, Füße, gut, die tun immer weh, das ist Wurst, was ich da im Gepäck dabei habe. Da bin ich einfach leider mit blöden Füßen ausgestattet. Aber ich habe einfach netto viel weniger Schmerzen. Und selbst die obligatorischen Fußschmerzen, die ich als zentralen Bestandteil meines Lebens inzwischen akzeptiert habe und die ich wirklich ignorieren kann, weil habe ich seit 20 Jahren, habe ich mich daran gewöhnt, selbst die setzen mindestens 4 bis 5 Kilometer später ein. Und wenn man Pause macht, sind sie fast schon wieder weg, bis man entsprechend weiterläuft. Und insgesamt komme ich also mit bestimmt 50% weniger Fußschmerz, sagen wir eben 20 Kilometer in diesem Szenario, komme ich damit 50% weniger Schmerzen an. Fußschmerzen. Schulterschmerzen bestimmt 70% weniger, Rückenaua 30% weniger, das war jetzt nicht so das große Problem. Und vor allen Dingen, wenn man am nächsten Tag nochmal weiterlaufen möchte, steht man am nächsten Tag auf und ist nicht der Waldzombie, sondern man steht tatsächlich auf, es geht einem gut und man hat auch Lust weiterzulaufen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals bei traditionellem Trekking, kann ich mich wirklich nicht erinnern, dass das jemals so gewesen wäre, am zweiten Tag anders aufgestanden bin als selbst als ich 15 Jahre alt war. Da bin ich auch so aufgestanden. Ich bin mir sicher, wir haben alle rumgenölt bis zum geht nicht mehr bei dieser ersten Tour und wir waren K.O. und wir sind da lächerliche Strecken gelaufen mit lächerlichem Tempo. Wir waren lächerlich scheiße. Und
Und das ist ein Effekt, den ich wirklich nicht an irgendwas anderem festmachen kann, als an dem jetzt reduzierten Rucksackgewicht, dass das doch so entscheidend ist. Teilweise nehme ich noch leichtere Schuhe, das hilft offensichtlich auch, für die Füße zumindest. Ich möchte nicht unbedingt leichtere Schuhe im schwierigen Gelände haben. Da bin ich mit meinen bisherigen, wirklich schweren Stiefeln immer super glücklich gewesen, auch bei wenig Gepäck. Und das werde ich auch weiterhin so machen, wenn ich mit schwierigem Gelände rechne. Wenn ich aber weiß, ich latsche eh nur auf ausgetretenen Wegen durch die Gegend und gehe mal hier 5 Schritte in den Wald, das kann ich auch mit beliebigem Schuhwerk. Ja. Es ist nicht so, dass ich da sofort gleich umfalle. Dann ist das einfach so viel weniger Schmerz. Und jetzt haltet mich für blöd, aber wenn ich mir weniger weh tut, dann geht es mir besser. Das macht mehr Spaß, hat man mehr Zeit, sich auf die Natur zu konzentrieren und kann besser mehr links und rechts vom Weg mal gucken und auch mal hier und da mal vom Weg runtergehen. Und man ist auch gewillt, 10 Schritte mal zusätzlich freiwillig zu machen, während ich mit der Standardausrüstung mir immer 5-mal überlege, ob ich jetzt wirklich mal 20 Schritte zusätzlich in die Richtung mache, weil da eine interessante Pflanze steht. Ja? Das ist so. Das mag jetzt meine subjektive Wahrnehmung sein, aber die ist für mich natürlich absolut die Wahrheit. Das kann bei anderen Leuten anders sein, aber der Unterschied ist so krass. Ja, und der Unterschied besteht in 8 Kilo, die man nicht mehr auf dem Rücken hat. So, und damit können wir gleich zu einem nächsten Punkt kommen. So ein ganz blödes Argument wurde auch kürzlich erst wieder in die Kommentare geschrieben. Nimm lieber 10 Kilo ab, das kostet weniger Geld und du bist auch 10 Kilo leichter unterwegs. Das hilft nicht. Das ist nicht dasselbe. Es ist tatsächlich entscheidend, was man auf dem Rücken zusätzlich zu seinem Körpergewicht noch mit sich rumschleppt. Weil, das kann ich auch ganz einfach, also zumindest bei mir kann ich das ganz, ganz einfach klar und klipp und klar sagen. Und es gibt auch jede Menge andere Leute, die genau die gleiche Feststellung gemacht haben. Ich bin heute in der Lage, weitere Strecken zu latschen mit Ultraleichtgepäck, als ich es damals, und da war ich 30 Kilo leichter, jemals gewesen bin. So, und da war ich eben Teenager. Ja? Also man ist da potenziell sowieso immer ein bisschen sportlich, weil man einfach so scheiße jung ist. Da ist das nicht sonderlich schwierig, sollte man meinen, gewisse sportliche Leistungen zu erbringen. Aber ich laufe jetzt wirklich weiter als jemals zuvor. Und kriegt die ganze Trekking-Geschichte besser hin als jemals zuvor, obwohl ich schwerer bin als jemals zuvor. Der Unterschied ist nur der, ich habe weniger Gepäck. Ja? Also das Gesamtgewicht von mir mit Gepäck, das ist höher denn je. Aber was man direkt, sehr körpernah, durch die Gegend trägt, ist viel weniger hinderlich als das, was da extern auf dem Rücken hängt. Kann man mir jetzt glauben, ich habe da jetzt auch nicht nach wissenschaftlichen Studien zugesucht, aber es ist ein Phänomen, das ganz, 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 ganz viele Leute beschreiben. Und wenn du jemanden Dickes auf den Berg schickst und gibst ihm einen 5-Kilo-Rucksack mit, dann wird er noch oben ankommen. Ja, meinetwegen ein 150-Kilo-Mann. Ja? Der kommt mit einem 5-Kilo-Rucksack mit Sicherheit noch irgendwie da hoch, wenn er noch halbwegs in der Lage ist, sich generell zu bewegen und so weiter. Ja, wenn das jetzt ohnehin schon einer ist, der überhaupt keine Bewegung mehr macht, alles klar, dann hat sich das sowieso erledigt. Aber hockt dem gleichen Typen 20 Kilo auf dem Rucksack auf den Rücken, der kommt garantiert nicht mehr hoch. Mit Sicherheit. Ja, und 20 Kilo, was ist das prozentual an dem seinem Körpergewicht? 15 Kilo wären 10%, 20 sind dann also so 13, irgendwas Prozent, sowas in der Richtung. Normalerweise sagt man, klassische Rechnung, früher hieß es immer beim Trekking, du solltest nicht mehr als 20-25% deines Körpergewichts durch die Gegend schleifen. Als ich noch 100 Kilo gewogen habe, waren das 25 Kilo, war okay, habe ich gemacht, war scheiße anstrengend, ging aber irgendwie. Aber das ist kein Vergleich zu dem, was ich jetzt heute leisten kann, wenn ich noch 8 Kilo dabei habe. So, wer andere Erfahrungen gemacht hat, darf das gerne kundtun, aber ich bin da wirklich nicht alleine mit dieser Erkenntnis. Zwei Sachen noch. Einmal, es gibt da dieses Argument, dass die Leute, die gerne mit einem schweren Rucksack rumrennen, sagen, ich mache das ja zu Trainingszwecken, ja, damit ich hier fitter werde und so weiter und so fort. Kann man machen? Kann man machen, aber sagen wir mal so, man braucht weniger Energie pro Strecke, die man gelaufen ist, wenn man einen leichteren Rucksack hat. Das heißt, wenn man eine definierte Strecke von da unten hier auf dem Berg läuft,
dann hat man natürlich einen besseren, in Anführungszeichen, Trainingseffekt, wenn man das mit einem super, super schweren Rucksack macht, als wenn man das mit einem leichten Rucksack macht. Das gilt aber nur so lange, wie man nicht mit dem leichten Rucksack hochgelaufen ist, oben noch tipptopp fit ist und beschließt, ich laufe jetzt die gleiche Strecke nochmal runter. Ja, wenn man mit dem schweren Rucksack hingegen oben ankommt, fix und alle ist und einen tollen Trainingseffekt hatte und dann mit dem Bergbähnle runterfährt, weil man fix und alle ist, dann kommt es im Endeffekt, wenn man wieder daheim ist, aufs selbe raus. Aber wenn man damit nur 50 Kilometer schafft in 4 Tagen, dann hat man bestenfalls denselben Trainingseffekt wie derjenige, der einfach die doppelte Strecke gelaufen ist. Nur, dass der, die doppelte Strecke gelaufen ist, halt doppelt so viel von der Landschaft gesehen hat. Kann man jetzt sagen, ach, der war so schnell unterwegs, der hat die Landschaft ja gar nicht gesehen. Ja, gut. Das ist ein Argument, das habe ich auch schon mal gerne verwendet, so nach dem Motto, die laufen zu schnell, die kriegen nichts mehr mit von der Landschaft. Aber ganz ehrlich, zwischen 2 und 4 km/h oder von mir aus zwischen 2,5 und 5, ist es jetzt nicht so, dass man damit gar nicht mehr erkennen kann, an was man gerade vorbeigerauscht ist. Also, vielleicht hinkt das schon ein bisschen. Vielleicht, vielleicht. Thema Nachhaltigkeit. Jetzt kann man sagen, ultraleicht ist weniger nachhaltig, weil wenn ich mir so einen hält 1000 Jahre Militärrucksack kaufe, dann hält der 1000 Jahre und ich brauche nie wieder einen anderen. Stimmt. Und wenn du dir wirklich nie wieder einen anderen kaufst, dann ist traditionelles Trekking sicherlich nachhaltiger. Jo, ist so. Ich glaube allerdings, dass bei 90% von uns, gerade insbesondere wenn wir über Ultraleicht-Trekking auch nur ansatzweise nachdenken, beziehungsweise wenn wir solche Gear-Junkies sind, dass wir grundsätzlich gerne mal neue Ausrüstung haben wollen, dann wird es nicht bei dem einen Rucksack, auch wenn der theoretisch 1000 Jahre hält, bleiben. Und wir werden uns trotzdem nochmal einen anderen neuen Rucksack, der wieder weitere 1000 Jahre hält, von mir aus kaufen und vielleicht dann noch zusätzlich einen Ultraleichten, der eben nicht 1000 Jahre hält. Und im Endeffekt glaube ich nicht, dass, ja, also in meinem Fall speziell, wenn ich mir jetzt noch zusätzliche Ultraleichtausrüstung kaufe, dann habe ich noch mehr konsumiert. Habe ich Rucksäcke, die theoretisch noch gut wären? Ja. Werde ich die weiter benutzen? Hin und wieder mal. Ja, aber will ich trotzdem noch Ultraleichtkram? Ja. Ergo, ist das jetzt nachhaltig, auf Ultraleicht umzusteigen? Nö. Wäre ich aber nachhaltiger, wenn ich nicht auf Ultraleicht rumsteigen würde? Vielleicht ein kleines bisschen. Ja, weil ich doch viele Ausrüstung habe, wo ich inzwischen sagen würde, die ist es. Die wird jetzt für diesen Zweck nicht nochmal aktualisiert und nicht nochmal ausgetauscht. Aber also das ist wirklich schwierig. Ja? Also wenn man sonst nichts mehr kauft, als sich einen Satz Trekking-Ausrüstung zu kaufen und nur was austauscht, wenn es kaputt geht, dann ist man mit einer klassischen Trekking-Ausrüstung nachhaltiger als mit einer ultraleichten. Aber sobald man sagt, ja, ich kaufe mich hier und da sowieso vielleicht nochmal was anderes und so weiter und so weiter, dann ist das alles für den Eimer und spielt eigentlich fast keine Rolle mehr. Also gewinnen tut bei der Nachhaltigkeitsdebatte weder der Ultraleicht noch der klassische Trekker, sondern der, der irgendwann mal vor 60 Jahren eine Hose bekommen hat, die seitdem hält und mit dieser Hose jetzt seit 60 Jahren rumrennt, dazu ein Rucksack, der seit 60 Jahren hält und unter der gleichen Baumwolldecke pennt wie ebenfalls vor 60 Jahren. Also so ein Ding aus dem Krieg zum Beispiel und sowas. Der gewinnt in Sachen Nachhaltigkeit. Sobald man irgendwas konsumiert, und da ist es Wurst, ob das lange hält oder nicht, weil man erlebt ja das Ende der Nutzungsdauer von irgendwelchen Militärrucksäcken, das erlebt man ja gar nicht mehr. Die sind unzerstörbar. Die kannst du vererben, theoretisch. Wenn du dann halt eben wirklich bei einem bleiben würdest. Aber wer macht das? Ja? Derjenige, der es macht, darf es gerne in die Kommentare schreiben. Dann zumindest der Nachhaltigpreis ist in diesem Fall gewonnen. So, und dann letzter Punkt. Für Einsteiger ist vielleicht Ultraleicht-Trekking nicht unbedingt, meiner Meinung nach, auch nur wieder nur meiner Meinung nach, nicht unbedingt die sinnvollste Art und Weise, an das Thema Trekking herangeführt zu werden. Weil man muss halt wissen,
wo man, wenn man schon mit einem super leichten Tarp unterwegs ist, einem super leichten Zelt, dann muss man schon wissen, wo man einen Lagerplatz aufschlägt. Da muss man schon gucken, dass da vielleicht nicht allzu viel, meinetwegen Brennnesseln auf dem Boden sind. Da muss man schauen, dass man, oder Brombeeren. Man sollte gucken, dass man weiß, wo man am Ende des Tages landet, dass da dann auch wirklich ein Lagerplatz zu finden ist, ein gescheiter. Und man hat einfach mit mehr Ausrüstung mehr Möglichkeiten. Und wenn du dann einen ewig weiten Tag gelaufen bist und aus Gewichtsgründen nur 400 Gramm Essen insgesamt für den Tag mitgenommen hast und es nicht gewohnt bist, dass es nach einem Tag extrem langen Laufens nur ein kleines bisschen Futter gibt, in Anführungszeichen, dann ist das vielleicht für den Anfang auch eher abschreckend. Wenn man beim normalen Trekking wahrscheinlich eher etwas mehr Essen dabei hat und vielleicht kocht man sich auch was ein bisschen Aufwendigeres und genießt die Zeit draußen dann etwas mehr, weil es ein bisschen was Besseres zu futtern gibt, als eben nur rudimentär eben ein paar Nudeln im heißen Wasser im Grunde. Weil die meisten, die ultraleicht unterwegs sind, zumindest die meisten, nicht zwingend alle, da läuft sich die Essensaufnahme wirklich auf, wenn sie überhaupt was Warmes zu essen machen, wir hatten es angesprochen, auf im Grunde irgendwelche Nudeln in Soße, heißes Wasser drüber kippen, quillt auf, dann hast du heiße Nudeln in Soße. Ist jetzt kulinarisch nicht das Highlight. Und das Argument ist halt, man geht raus, weil man rausgehen möchte, um zu wandern. Wenn man gut essen möchte, dann braucht man nicht rausgehen für, das macht man zu Hause. Das ist dann halt so diese Mentalität. Und bei anderen Leuten eher halt andersrum. Man geht raus, um draußen besonders gut essen zu können, weil es draußen einfach besser schmeckt. Und wenn man sich dann noch was Tolles köchelt, plus es schmeckt draußen besser, dann hat man schon ein sehr tolles kulinarisches Erlebnis. Aber das ist ja nicht unbedingt, muss ja nicht zwingend am gleichen Tag mit der gleichen Ausrüstung sein, als eben das, man geht raus, um besonders viel zu laufen. Und deswegen glaube ich, für einen Einsteiger ist ganzen Tag rumrennen und dann dann minimalistisches Lagerleben mit früh schlafen gehen, ist für einen Einsteiger vielleicht wirklich nicht unbedingt das, was die Faszination des Draußenseins so richtig wiedergibt. Ja? Also möglicherweise. Ich hoffe, das war verständlich. Besser formulieren kann ich es nicht. Aber ich glaube, ich würde, wenn ich nochmal mit dem ganzen Outdoor-Kram anfange, wieder mit etwas mehr Ausrüstung anfangen wollen. Selbst wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, entweder ultraleicht oder halt eben klassisch zu machen. Das ging ja damals gar nicht. Einfach damit man es dann kennt. Ja? Und damit man weiß, worauf man verzichtet, wenn man halt eben ultraleicht macht, damit man beide Welten mal gesehen hat. Und die Erfahrung, die man halt eben braucht für den optimalen Schlafplatz, den etwas windgeschützteren Schlafsack im Schlafplatz im Vergleich zu zum Beispiel einem, der es halt gar nicht ist, die kriegst du ja erst, wenn du eine Weile draußen gewesen bist und wenn du Ausrüstung hast, die mehr Fehler verzeiht, dann ist es vielleicht am Anfang wirklich einfacher. Aber das ist nur meine Meinung. Gut. Das also waren meine ganzen Äußerungen, Kommentare, Theorien und Ideen zum Thema ultraleicht, nachdem ich mich jetzt eben nach einigen Rumprobieren dafür entschieden habe, das tatsächlich jetzt zu intensivieren und häufiger solche Touren auch zu machen. Ich will also für normale Deutschlandtouren, ist was anderes, wenn man dann irgendwo in der Wildnis unterwegs ist, aber für normale Deutschlandtouren oder ähnliche Gebiete werde ich, glaube ich, keinen schweren Rucksack mehr rumschleppen. Also vergleichsweise schweren Rucksack. Wahrscheinlich nicht. So. Also, dann mach jetzt gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.